geplant ist eine der längsten Pipelines der Welt. Ohne eine Kette von Verdichterstationen ist diese Aufgabe nicht zu bewältigen. Rohrtransport auf dem Land- und Seeweg. Immer neue Schiffsladungen treffen in den Häfen ein. Lagerplatz im Südwesten der Sowjetunion. Beförderung der Rohre zur Baustelle. Der Transport von Erdgas über große Entfernungen ist eine Aufgabe, deren Bedeutung von Jahr zu Jahr wächst. Wenn diese Pipeline einmal fertiggestellt ist, wird sie Tag für Tag 90 Billionen Kubikmeter Erdgas über eine Entfernung von 2700 Kilometern befördern. Die Leute vom Fach haben keinen leichten Job. Probleme gibt es bei jeder Pipeline genug. Hindernisse besonderer Art sind die großen Flüsse. Sie müssen durchdükert werden. Hubschrauberbesuch im Norden. Ein Rohrstrang, der in den nächsten Tagen abgesenkt werden soll, ist durch Sand und Lehm stark verschmutzt. Unter hohem Druck wird ein Reinigungsmolch durch das Rohr gejagt. Danach kann der Rohrstrang abgesenkt werden. Mit der Fertigstellung der Rohrleitung ist die Pipeline noch nicht betriebsbereit. Beim Gastransport treten durch Reibung an der Rohrwand Druckverluste auf. Deshalb werden Zwischenverdichterstationen entlang der Transportleitung eingerichtet. Sie bringen das Gas wieder auf Transportdruck. Das von der Pipeline kommende Gas wird gereinigt und strömt zu parallel arbeitenden Erdgasverdichtern. Für diese Maschinen sind Gasturbinen die idealen Antriebe, denn das Start- und Brenngas liefert die Pipeline frei Haus. Umpumpleitung für den Start der Verdichter. Der erste Verdichter läuft an und bringt das Gas auf Transportdruck. Vollautomatischer Parallelstart eines Verdichters zu einer Einheit, die bereits in Betrieb ist. Saug- und Druckschieber öffnen sich. Die Gasturbine läuft an. Der Druck auf der Austrittsseite steigt. Bis der Enddruck erreicht ist, wird das Gas über ein Umpumpventil wieder zurück zu einer Sammelleitung geführt, die mit der Saugleitung verbunden ist. Der Enddruck ist erreicht. Das Umpumpventil schließt und die Rückschlagklappe öffnet sich. Die Paralleleinheit ist in Betrieb. Die Temperatur des Gases hat sich durch die Verdichtung erhöht. Das Gas strömt durch einen Kühler zurück zur Transportleitung. Hafen von Leningrad. Ankunft von Gasturbinen aus der Bundesrepublik Deutschland. 123 dieser Maschinen werden für das Projekt Erdgas-Transportleitung Orenburg-Uschgorod geliefert. Aufgrund ihrer Kompaktbauweise können sie ohne großen Zeitaufwand zu Verdichterstationen zusammengestellt werden. Auf Tiefladern treten die Packages die Reise ins Landesinnere an. Charkow in der Ukraine. Bau einer von 17 Verdichterstationen für den Gastransport von Orenburg am Uralfluss nach Uschgorod an der Westgrenze der Sowjetunion. Die Station besteht aus 7 Gasturbinenverdichtereinheiten mit je 10 Megawatt Nennleistung. Für die gesamte Pipeline werden gleiche Maschinentypen und Größen verwandt.
Das entspricht der Forderung nach einheitlicher Wartung und Ersatzteilhaltung. Die kompletten Stationen werden schlüsselfertig geliefert. Zur Verringerung der Installationszeit werden alle Anlagenteile vorgefertigt und funktionsgeprüft. Jede Gasturbinenverdichtereinheit wird elektronisch gesteuert und überwacht. Eine übergeordnete AEG-Telefunken-Stationssteuerung ermöglicht vollautomatischen Betrieb und Fernüberwachung. Mit der Planung, Lieferung und Errichtung der Verdichterstationen übernimmt AEG Canis auch die Schulung der Ingenieure und des Betriebspersonals. Nachdem das Ventil durch Einschalten des Kontrollöldrucks. Erdgas muss nicht nur transportiert, es muss auch verteilt werden. Für den Weitertransport zu den Hauptabnehmern des sowjetischen Erdgases in Ost-West-Richtung werden von AEG Canis in Weithaus, Rimpar und Renzenhof Gasturbinenverdichtereinheiten installiert. Ankunft eines Package in Renzenhof. Über Gleitschienen wird es auf die vorbereiteten Fundamente gezogen. Genaue Ausrichtung auf dem Fundament. Inzwischen ist auch der Wärmeaustauscher eingetroffen. Mehr als 60 Tonnen wiegt dieses Anlagenteil, das durch das Dach der Halle eingebracht wird. Es wird auf dem Abgaskanal der Turbine aufgesetzt. Durch den Einsatz solcher Wärmeaustauscher werden Brennstoffersparnisse bis zu 30% erzielt. Mit dem Einbau der zweiten Verdichtereinheit ist die Station fertiggestellt und kann in Betrieb gehen. Turbinenstart. Ein vollautomatisch gesteuertes Programm läuft an. Es garantiert, dass die Station auch ohne Überwachung und personelle Besetzung zuverlässig arbeitet.